Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Hogwarts. Und in der letzten Folge waren wir im Skriptorium von Salazar. Und diesmal müssen wir aber zu Deek gehen, und zwar in den Raum der Wünsche. Denn der hat auf jeden Fall noch etwas für uns. Was genau, weiß ich nicht. Aber er hat irgendwas Neues gefunden. Wir eiern da mal hin. Mal sehen, was er von uns will. So. Keine Ahnung, was er von uns will, aber irgendwas Wichtiges scheint es schon zu sein. So, wo ist denn der Hauself hin? Da ist er. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Auf jeden Fall. Hallo, Deek. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deek hat sich etwas überlegt. Er... Geht da ab. Was ist das? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deek sagte, er hatte eine Idee. Deek weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Topps sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Topps Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deek weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deek hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deek dachte, sie könnten sie testen und nach Topps sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Deek. Ich finde Topps für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deek, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Gehen wir schon hin. Also, erstmal müssen wir unser Ausrüstung mal angucken ein bisschen. Denn, gucken, was wir alles neu haben, was wir brauchen können. Ach so, wir müssen erstmal, genau. Bevor wir das machen, müssen wir natürlich die einmal entschlüsseln. Okay. So, und jetzt können wir die mal einsetzen. So, erstmal die Handschuhe. Die habe ich dran. Die wären auch nicht schlecht. Die sind auf jeden Fall ein bisschen besser. Hütte Schaden mit Defendio. Und hier hätten wir Verbrennen drin. Und wir sind auch ein bisschen mehr in der Offensive. Das machen wir jetzt einfach mal. Die anderen sind jetzt so lala. Gut, dann gucken wir mal hier bei der Gesichtsbekleidung. Verteidigung ist natürlich höher. Aber im Endeffekt würde ich es jetzt nicht machen. Ich könnte aber noch eine Eigenschaft draufhauen nachher. Und hier haben wir... Gut, Verbrennen ist drin. Alles andere ist eigentlich gar nicht viel besser. Gut. Gucken wir mal hier beim Halsbekleidung. Da habe ich den drin. Der geht richtig runter. Und der ist auch nicht besser. Okay. Mäntelumhänge. Mal sehen. Den habe ich gerade an. Auffälliger Umhang. Legendär. Könnte aber auch den hier nehmen. Ah, ist nicht so gut. Der hier auch nicht so gut. Die sind alle keine Highlight. Okay. Wie sieht es denn mit dem Outfit aus? Ich habe doch so einen coolen Dings gefunden irgendwo. Bringt nichts. Der ist ein bisschen besser. Um einen Punkt. Ein Punkt ist kein Punkt. Und der ist gleich besser um 9 Punkte in der Verteidigung. Und wir könnten Verbrennen draufpacken. Seht ihr? So, jetzt können wir doch direkt nochmal zum Webstuhl gehen. Und ein paar Sachen draufmachen. So, also hier brauchen wir auf jeden Fall eine Eigenschaft. Und zwar nehmen wir da auch Verbrennen drauf. Wir können auch Verbrennen 2, haben wir leider nichts von. Aber wir können Verbrennen 1 nehmen. Zerstörung 2. Okay. Okay, warte mal. Dann machen wir hier Verbrennen drauf. Nein, mir fehlt nur... Ach, mir fehlen Zutaten? Kein Problem. Bring erstmal die Tiere raus. So, einmal die Tiere rauslassen.
Ach so. Ach so, ja, ich habe noch ein anderes Ding, wo ich die rausmachen kann. Pass mal auf. So, einmal interagieren mit dir. Warte. Kurz hier rein. Los geht's. Na, süß. Der Niffler. Komm, ein bisschen Futter kriegst du auch. So, der nächste. Hey, warte hier. So, haben wir alle Tiere abgegrast, ne? Gut, das hat der andere Raum ja gemacht. Da könnten wir dann die anderen Sachen mal gucken, was wir dafür bekommen. Und den Raum da oben, ne? Ja, hier können wahrscheinlich unsere anderen Tiere loswerden. Okay. Aber wo sind die hier? Und da kommen sie alle. Oh nein! Habe ich es jetzt noch bekommen, das Haar? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal reingehen. Ja. Gut, dann gehen wir zurück. Jetzt haben wir eigentlich genug gesammelt. Jetzt können wir bestimmt ein paar coolere Sachen machen. Schon schöne Tiere, ne? So, jetzt runter zum Webstuhl. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja, bin ich auch. So, hier, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich kann es auch verbessern hier mit der Offensive ein bisschen. Mache ich jetzt aber nicht. Erhöht der Schaden mit Incendio, also auf jeden Fall Feuer. Das ist gut. Hier auch verbrennen. Hier auch verbrennen. Hier machen wir noch eine Eigenschaft drauf. Zwar auch verbrennen.
Und hier oben? Und da was drauf? Auch verbrennen. Also alles mit Verbrennen erstmal erhöht. Kann man für alles ja gebrauchen. Boah, Feder eines Puppers. Haben wir noch nicht. Gut. Haben wir hier noch irgendwas reingemacht? Malbenkraut. Ich brauche keine Tränke. Malbenkraut ist aber ganz gut, das können wir mal gebrauchen. Können wir wieder was holen? Gut. Finde die Höhle. Das machen wir jetzt mit ihm. Also wir gucken auf die Karte, wo das ist, wo der Typ sich aufhält. Also hier irgendwo im Wald, oder können wir theoretisch? Welcher Weg ist sicher dran, ist die Frage, ne? Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir von da fliegen. Machen wir einfach mal. Dann fliegen wir da rüber. Mit unserem Besen. Ah, sieh, wir haben eine feine Besen. Wie schön, Sie zu sehen. Hallo. Was ist hier denn? Achtung, Sumpfkratzer gesichtet. Vorsicht. Hm. Muss die Höhle sein, okay. Aber das ist ja nicht weg, ne? Nein, nein, Entschuldigung. Descendo. So. Ach, guck mal hier, wir können hier so ein... Amit war bestimmt schon mal hier. Das machen wir schon mal. Kurz überlegen. Okay, jetzt bist du so rum. Super, Löwe. Gut. Naja, wenn er schon mal da ist, nehmen wir die gleich mit, ne? Das muss die Höhle von Tops sein. Ich sollte hineingehen. Gut, gehen wir mal rein in Tops Höhle hier. Höhle betreten. So gefährlich kann es ja nicht hier drin sein, glaube ich. Confringo! Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Simus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen, außer erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, dann sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Das stimmt. Tops! Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? So, warte. Confringo! Ach Mist, ich habe wieder meine Sachen nicht verkauft hier. Muss ich unbedingt mal machen jetzt bald. Wenn ich schon Platz hab. Der nächste Händler ist meiner. Grazie! Confringo! Incendio! Feuer mögen die anscheinend nicht. Feuer mögen sie nicht, aber ich habe den Feuer auch ordentlich verstärkt. Was ziemlich cool ist. Confringo! Confringo! Oh, das ist aber mal keine kleine Spinne mehr. Sieht da ganz schön groß aus. Uhuhu. Oh, ich finde Spinnen ja echt eklig, ne? Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Resident Evil 1 gespielt habe, auf der PlayStation 1 noch, als diese Spinnen das erste Mal auftauchen, das fand ich wirklich sehr gruselig. So. Die
krabbelt hier irgendwo rum, ne? Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Komm, Frink! Oh! Oh Mann, oh Mann. I hate spiders. So. Huch, ich renne durch Feuer. Okay. Komm, trink! Komm, trink doch! Oh Mann, diese scheiß Ausrüstungssachen. Der nächste Händler ist meiner, wie schon erzählt. Ja. Fingerlose mahagonifarbene Handschuhe, ne? Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, das stimmt. Komm, trink! Ups, da war irgendwas. Da kann ich hier nicht schießen. Wenn ich gebückt bin, kann ich den Zauberstab nicht nutzen, was der totaler Quatsch ist eigentlich, oder? Das ist ein Sack. Den würde ich mir gerne holen. Da unten sieht aus, als ob der Boden einkrachen kann. Naja, wir probieren es mal. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss ja noch löschen hier, ey. Okay. Ich habe noch irgendwo mehr Sachen, ne? Ja. Das ist schon echt blöd. Eleganter malbenfarbener Hut. Okay. So, jetzt geht's runtergerutscht und dann geht's ans Eingemachte. Los geht's. Eieieiei. Oh, da war ein Brief. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Bin ich gelesen. Mist. Kotrinko! Wir müssen noch kurz noch reingucken, aber können wir den Brief noch mal lesen? Kann man eine Sammlung finden? Nee. War das unter Eulenpass? Nein. Nehmen wir ein paar. Top-Nachricht da. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tief in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen.
Okay. Incendio. Scheiß Kunstzeit. Wie durch eine scheiß Höhle krabbeln. Bin ich nicht. Oh, hier laufen diese kleinen Spinnchen überall rum. So ein bisschen eklig. Okay. War das schon die große Spinne gerade eben, ne? Die ist mal auf jeden Fall ein bisschen größer. Komm, spring! Wow, das war ein harter Kampf. Dass du eine Riesenspinne bist. Huch. Aber trotzdem gut geschafft, muss man sagen. Hatte auch genug Tränke, ne, muss man auch dazu geben. Aber trotzdem, das war schon. Das hat Spaß gemacht. Über welchen Weg müssen wir denn, ist die Frage. Von wo bin ich hingekommen? Bin ich von hier gekommen? Ja, ich glaube, ich bin hier hochgeklettert, ne? Ich
Geht also da noch ein Weg? Guck. Hier ist schon eine Truhe, die nehmen wir mit. Ah, okay, kommen wir direkt wieder hier raus. Gut, kommen wir natürlich nicht raus, weil wir hier nicht zaubern dürfen. So. Aber dann gehen wir den anderen Weg da hoch. So. Das Top's ja hier hinten irgendwo sein. Komm, trink! Hoffe ich zumindest. Man weiß es nicht. Oh. Oh nein. Da sitzt er doch. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Oh. Allein gelassen mit den Spinnen. Hm. Armer Topsy. Das ist wirklich gemein. Den Blutegel nehmen wir mal mit hier. Da geht es einfach rein längs und hier geht es aber auch längs irgendwie. Gucken, wo es besser längs geht. Ah, guck mal, jetzt noch eine Höhe, eine Truhe. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Stimmt. Ist doch gut. Gehen wir direkt raus hier. Sünde. Ist echt gestorben, der Arme. Das tut mir leid für ihn. Traurig. Das ist wirklich traurig. Oh. Lass dir. Incendio. Komm, trink. Wird abhauen? Fiese Unholde. So. Gut. Dann gehen wir zurück zu Deke, würde ich sagen. Und sagen ihm, wie traurig das ist. Dass der gestorben ist. Gut. Astronomieflügel. Genau. Und dahin. Bam. Das ist schade. Tut mir leid für den kleinen Elfen. So, das wird Deke bestimmt nicht so gut so freuen. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Deke befürchtet, so lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Aber natürlich. So, Hautabkommen abgeschlossen. Hier haben wir einen Malven-Ding wieder mit dem. Wenn wir schon hier sind, immer alles einsammeln. Ja, das war's. Und das war's auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei.